Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Koffer packen für das Baby. Ja, wir fahren morgen in den Urlaub mit einem 4 Monate alten Baby. Gleichzeitig ist sie noch ein Spuckkind, also wir müssen sie wirklich bis zu 7 Mal am Tag umziehen. Und ja, ich glaube, euch interessiert das wirklich sehr, was wir hier in unseren Koffer mitnehmen und was nicht. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los, weil es ist wirklich viel. Es liegt hier hinter euch alles und ihr steht selber auf dem Haufen Bodies. Aber ich würde sagen, wir legen einfach direkt los. Die Kleine liegt hinter euch und hat Schluck auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ja, und falls die Kamera mal ein bisschen wackelt, sie tritt die ganze Zeit hier gegen den Berg Bodies. Also als erstes habe ich einmal 3 Strumpfhosen. Das sind ganz normale Strumpfhosen. Die hier sind, die beiden blauen sind ein bisschen dünner, die hier ist ein bisschen dicker. Genau, einfach falls wir Strumpfhosen brauchen, dachte ich, die kann man auch allgemein immer gebrauchen. Strumpfhosen-Body und Strumpfhose ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Outfit für Babys. Deswegen 3 Strumpfhosen habe ich eingepackt. Und dann habe ich hier im Koffer schon ganz viele Socken. Die muss ich euch ja nicht alles einzeln zeigen. Auf jeden Fall Socken und auch ganz viele Halstücher habe ich schon eingepackt, weil sie total viel sabbert. Deswegen habe ich ganz viele Halstücher eingepackt. Und auch schon Mützchen habe ich auch alle schon drin. So, dann geht's weiter. Erstmal Pullover. Pullover ziehe ich der Kleinen sehr, sehr ungern an, weil die muss man über den Kopf ziehen. Und wenn er darunter ein Langarmbody ist, das ist total unpraktisch. Deswegen habe ich jetzt nur 2 Pullover eingepackt, weil wir haben auch allgemein nicht so viele. Genau, einmal diesen hier mit so Mickey Mouse, ist auch ein bisschen dicker. Und dann noch einmal so ein bisschen dünner. Der hat so kleine Igel drauf. Genau, einfach falls man mal einen Pullover braucht. Ich weiß auch nicht, wie das Wetter wird. Habe ich einfach mal diese beiden Pullover dabei. So, schon zack, zack eingepackt. Dann geht es weiter mit, ich hoffe wirklich, die Kleine stört euch nicht, aber es ist einfach so goldig. Sie hat jetzt gestern ihre neue Stimme entdeckt. Und seitdem hat sie es den ganzen Tag. Ja, weiter geht's mit Overallen, Schlafanzüge. Ich weiß nicht, wie kalt die Nächte werden. Und dementsprechend habe ich ihr einfach mal einen Schlafanzug eingepackt. Eigentlich tragen wir keinen Schlafanzug, weil sie trägt immer nur nachts einen Body und ihren Schlafsack. Aber erstmal ein Schlafanzug. Dann habe ich ein Overall. So ein ganz normaler, genau so ein Overall einfach. Für nach dem Strand oder so mal, falls es ein bisschen kühler ist, ne? Dachte ich, kann man das ganz gut gebrauchen. Und da habe ich noch 2 andere eingepackt. Einmal etwas dickere, einmal ein dünnerer Overall. So hat man einfach ein bisschen Auswahl. Ja, wie gesagt, die Kleine hat sich gerade neu entdeckt. So, also dann geht's weiter mit Waschlappen. Diese Waschlappen benutzen wir immer zum ganz normalen Reinigen morgens und abends. Und da habe ich jetzt einfach mal ein paar Stück mitgenommen hier vom Wickeltisch. Die sind handgemacht. Finde ich ganz toll, die mit verschiedenen Designs. Und genau, nehme ich einfach mal so einen Stapel mit. Und dann geht's weiter mit Pflegeprodukten. Bei Pflegeprodukten bin ich mir total unsicher, weil Windeln und so nehmen wir gar nicht mit, weil da können wir direkt vor Ort was kaufen, weil wir nicht außerhalb von Deutschland sind oder so. Und dementsprechend kaufen wir das direkt morgen, wenn wir da sind. Und nehmen da nichts mit, weil wir kommen auch an einem Sonntag wieder. Da würde ich ungern, dass wir hier zu Hause nichts haben. Und dementsprechend nehme ich nur diese 2 Sachen mit. Einmal Ohrstäbchen oder hier Wattestäbchen, genau. Und einmal unsere Babycreme, die wir immer benutzen. Die ist auf Zinkbasis von Böb. Die ganz normale Babywundcreme bei gereizter Haut. Die ist total super. Riecht gut und hat innerhalb von ein paar Stunden den Wunden pur weggemacht. Also wir lieben die und deswegen nehme ich die mit, damit ich die nicht neu kaufen muss. Habe ich aber das beides dabei. Sonst habe ich an Pflegeprodukten nichts für die Kleine, außer für mich noch einen Haufen Stilleinlagen. Der muss auch mit. So, wo ich das Thema Strand gerade schon angesprochen habe, einmal ihr Badeanzug, der ist richtig süß. Der kommt natürlich auch mit. Dann war ich gerade schon bei dem Thema Nächte und dann nehmen wir unseren Strampelsack, Schlafsack hier mit. Das ist dieser hier, den kann man einfach so über die Beine rüber machen. Der ist richtig schön dick und schön gefüttert, nimmt aber auch nicht so viel Platz weg. Deswegen ist es der und kein großer Schlafsack, weil das reicht einfach völlig. Ich hoffe, euch stört dieser Wäscheberg hier auch nicht. Das ist unser Wäschekorb hier. Und ich habe gerade die Betten neu bezogen, deswegen stört die Wäsche. So, weiter geht's mit 2 Molton-Tüchern. Das sind ja diese etwas dickeren Spucktücher. Die lege ich immer, wenn wir schlafen und das Bett so.
Da sind die ganz praktisch, deswegen zwei Stück. Und einmal zwei Badehandtücher, natürlich zum Baden und auch zum Schwimmen gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Hosen. Hosen. Also die Kleine, da fängt sie schon an, Spuckbaby und so. Und ich habe jetzt hier einfach mal eine kurze Hose eingepackt. Dann habe ich eine lange Hose, die ist aber sehr, sehr dünn. Und nochmal zwei kurze Hosen. Das sind auch alle kurzen Hosen, die wir haben. Ich habe die einfach mal alle eingepackt. Ich weiß ja auch echt nicht, wie das Wetter wird. Also es ist total schwierig, dafür ein Baby einzupacken. Und dann habe ich nochmal diesen Stapel hier an langen Hosen mitgenommen. Etwas dünner, etwas dicker, ganz verschieden. Ja, einfach mal ein paar Stück mitgenommen. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hosen. Weil ich echt auch nicht weiß, wie oft muss ich sie umziehen tatsächlich. Weil es ist halt auch immer unterschiedlich. Heute zum Beispiel hat sie nur einen Body gebraucht. Sie hat immer noch denselben an. Aber gestern zum Beispiel haben wir fünf gebraucht. Also es ist immer total unterschiedlich, wie viel sie eben spuckt. Und dementsprechend müssen wir halt noch ein bisschen mehr einpacken. Das Gute ist aber, wir können dort waschen. Für Notfall, also notfallmäßig kann man dort waschen. Ist es aber halt, kostet halt auch Geld und so. Und deswegen packe ich lieber ein bisschen mehr ein. Ich meine, bringt ja nichts, wenn die Sachen hier zu Hause rumliegen und wir sie im Urlaub gebrauchen können. So, weiter geht's mit kurzen Sachen. Da habe ich jetzt nicht so viel eingepackt, weil das Wetter soll jetzt nicht so heiß werden. So, und da habe ich erstmal hier ihr Jeanskleid eingepackt. Das fand ich total niedlich, das kommt mit. Dann ihr Sommermütze. So ein Sommerhut. Den packen wir auch ein. Dann habe ich zwei so Sommerjumper. So kurze Strampler. Einmal in diesem Stoff und einmal in Mickey Mouse. Dann habe ich noch so einen kurzen Strampler. Der ist halt, also der ist lang, aber halt oben schön luftig. Den ziehe ich ja auch sehr, sehr gerne an. Und noch einmal so ein Kleidchen hier. Da haben wir auch, glaube ich, den passenden Body dabei. Nein, haben wir gar nicht. Aber genau, das sind so die kurzen Sachen, die ich jetzt eingepackt habe. Ich denke, das reicht auch, weil wenn es richtig warm ist, kriegt ihr nur einen kurzen Body an. Dementsprechend ist es, denke ich, okay. So, weiter geht's. Und fast auch schon das letzte Strambler. Strambler ziehen wir auch sehr, sehr gern an. Und da habe ich jetzt einmal diesen hier dabei mit so Schwalben. Dann einmal diesen. Den hier mit den Schiffchen. Hier mit der Maus steht ihr Name drauf. Und hier einmal mit dem Mickey Mouse. So, einmal Positionswechsel, weil ich ja die Bodies haben musste, wo ihr drauf stand. Also, ich würde sagen, wir machen auch direkt weiter mit den Bodies. Also, es ist echt ein Riesenhaufen. Das sind 20 Stück. Wir sind 15 Tage, glaube ich, weg. Ich hoffe, das reicht. Aber wie gesagt, wir können halt auch waschen. Aber wie gesagt, manchmal brauchen wir halt auch schon 5 Stück am Tag. Dementsprechend hoffe ich, dass die jetzt reichen. Ja, das sind gemischt, kurz, lang. Brauche ich euch, glaube ich, nicht zu viel erzählen. Also, wenn ihr kein Spuckbaby habt, dann braucht ihr auf jeden Fall nicht so viele Bodies. Aber ich denke, ihr wisst einfach selber, wie viel Kleidung so ein Kind braucht. Und genau, dann nehmen wir jetzt einfach mal das hier mit, weil ich, wie gesagt, auch nicht weiß, wie viel sie spuckt. So, weiter geht's mit Jäckchen. Das vorletzte Jäckchen. Ich weiß halt auch echt nicht, wie warm das da am Meer wird. Dementsprechend einmal ein etwas dickeres Jäckchen, einmal ein etwas dünneres und einmal so ein mittleres Jäckchen. Genau, eine davon bekommt sie an, während wir dorthin fahren. Aber der Rest wird eben eingepackt. So, das letzte, ich glaube es nicht, aber Spucktücher. Das sind auf jeden Fall nicht alle, die wir mitnehmen werden. Ich werde noch mehr einpacken. Nur als ich den Koffer gepackt habe, waren die alle in der Wäsche und jetzt sind sie aber alle wieder da. Also einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spucktücher habe ich jetzt hier. Ich denke, ich werde noch mal 4 mitnehmen, sodass wir 10 haben. Genau, weil die brauchen wir immer und überall vor allem. So, Koffer ist bis oben voll. Und das war's auch eigentlich. Mehr brauchen wir nicht. Sie ist ein Stillkind, das heißt, wir brauchen keine Flaschen etc. Sie nimmt keinen Schnuller, den brauchen wir also auch nicht. Ich werde ihr noch ein paar Spielsachen einpacken. Also ihren, der hat so eine Beißkette mit so einem Tippi dran. Die hängt immer an der Babyschale, das heißt, der ist automatisch dabei. Dann nehmen wir noch den Kinderwagen mit. Und halt alles, was zum Kinderwagen dazugehört, Decke und so.
Und dann werde ich auch, weil wir halt am Meer sind, auch noch einen Fußsack einpacken, so einen kleinen. Falls es einfach total windig ist, denke ich, ist es ganz praktisch. Und unsere Trage darf auf jeden Fall gar nicht fehlen, die nehmen wir auch noch mit. Und dann nehme ich halt so ein paar Windeln für den Weg dorthin und auch für die ersten paar Stunden. Und dann wollten wir eigentlich auch direkt einkaufen gehen, sodass ich dann eigentlich gar nichts mehr brauche. Das war auch eigentlich alles, was wir so brauchen. Ich glaube, mir ist nichts mehr eingefallen. So, wir nehmen auch die ganz normale Wickeltasche mit, ja. Und alles, was halt in der Wickeltasche ist, zum Beispiel Sonnencreme und Wickelunterlage, was nicht alles, das ist halt auch alles automatisch dabei. Und was halt fehlt, kaufen wir dann einfach dort vor Ort. So, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so mitnehmt für eure Kinder. Oder ob ihr überhaupt in Urlaub fahrt mit Baby. Und dann, ja, wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!